Willkommen zurück zu The Division. Mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Dark Zone Talk. Mit mir dabei ist der Captain Gracho. Hallo. Und der Ralle Rakete. Moin. Nero kann heute leider nicht dabei sein, aber der hatte was in einem Artikel aufgeschnappt und zwar wurde darüber spekuliert, ob in dem neuen Übergriff, der jetzt auf uns zukommt, und zwar Clear Sky, ob es da eventuell so sein könnte, dass man mit Heiler, Tank und Supporter plus DD spielen muss. Und wir haben uns gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, über die neuen Gearsets ein bisschen zu sprechen und auch darüber, ob denn wirklich Klassen bei The Division Einzug halten. Denn im Moment ist es ja so, dass es im Grunde alles nur DDs sind und vielleicht noch ein Supporter. Und damit schafft man im Grunde alle Herausforderungen, die es so gibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus hier aus dem Safe Room. Dann laufen wir vor. Genau. Nein, du kannst ruhig vorlaufen, das macht nichts. Und dann würde ich sagen, Ralle, mach du doch mal den Anfang. Ja, ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt. Das kann ich ja schon mal verraten. Weil die hören sich ja alle interessant an. Ich hoffe, die haben auch wirklich eine Wertigkeit. Also nicht so wie die letzten Sets. Weil die hörten sich ja auch eigentlich ganz gut am Anfang, aber hatten halt keine Wertigkeit, weil man irgendwann festgestellt hat, andere Sachen sind einfach viel besser. Ne? Also im Grunde genommen gibt es ja halt eigentlich nur ein Set, was jeder trägt. So, jeder versucht das zu bekommen, im Optimum, wie es geht. Aber bei den neuen Sachen sind ja wirklich richtig interessante Sachen mit dabei. Zum Beispiel, wenn wir mal jetzt den Tank nehmen, oder was der Tank werden soll, mit den Granaten, wenn das ist Beispiel mal was ganz Vorsicht, Neues, was ganz anderes. Mhm. Okay, lass mal. Dann laufen wir mal weiter hoch. Ja. Mal was alles? Ganz Neues, was ganz anderes. Ja, was denn? Ja, die aim noch ab. Okay, gut. Alles klar. So, jetzt nochmal Ralle. So, ja, wo war ich? Ist halt die Dark Zone, ne? Kann halt immer passieren. Bringt auch ein bisschen Spannung in den Talk. Du also hattest von Wertigkeit der anderen Sets und dass im Prinzip jeder nur mit dem gleichen rumrennt. Richtig, ich hoffe, dass die Wertigkeit von den aktuellen Sets oder von den Sets, die jetzt kommen, dass die wesentlich höher ist als von den aktuellen Sets. Also so, sag mal kurz, was du mit Wertigkeit meinst, denn ich weiß, was du mit Wertigkeit meinst, aber eventuell weiß das ein anderer, der jetzt zuhört, nicht. Also eine Wert, damit meine ich zum Beispiel, wie viel Wert ist dieses Set im PvE? Brauche ich zum Beispiel einen Tank im PvE? Funktioniert es, dass der Tank auch mehr beschossen wird oder dass er auch Damage ziehen kann? Wenn er das zum Beispiel nicht kann, dann ist die Wertigkeit ja nicht gegeben von diesem Set. Dann hast du zwar jemanden, der ein bisschen mehr Lebenspunkte hat als ein anderer, aber im Endeffekt viel weniger bringt, weil er kein Damage raushauen kann. Das ist für mich eine Wertigkeit, also dass das Set auch wirklich einen Sinn hat, dass man das auch einsetzen kann. Du meinst, dass es nachher auch wirklich so funktioniert, wie es gedacht ist? Ja, und das ist auch was bringt, ne? Weil ich möchte zum Beispiel gerne mit Schrotflinten spielen. Ich mag Schrotflinten einfach, finde ich toll. Wenn du jemanden mit einem Schuss... Sollen wir kurz nach der Kiste gucken? Ja, dann guck mal. Na, ich weiß nicht, ob es in Schrotflinten so sein wird, dass du jemanden mit einem Schuss rausnimmst. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber... Das muss auch nicht, aber ich möchte zum Beispiel auch, dass eine Schrotflinte einen Sinn macht. Zum Beispiel durch eine hohe Mannstoppwirkung oder sowas. Genau, oder durch den. Sie verlassen das Kontaminierte dadurch, dass du nachher nicht mehr nachladen musst, sondern wenn sie geschultert ist, automatisch schon voll ist. Das ist ja schon wieder ein starker Buff für die Schrotflinte, die sie wesentlich interessanter macht als aktuell. Weil aktuell spielt ja jetzt jeder mit einer SMG und einem Sniper. Oder halt einem Sturmgewehr. Genau. Also das mit dem Schultern, das ist eine Fähigkeit von dem Set, was kommen wird. Da kann man mit LMG und Schrotflinte schießen und wenn man die Waffe schultert, dann wird die Schrotflinte automatisch nachgeladen und man muss nicht mehr manuell jede Kugel, wie das ja bei manchen Schrotflinten ist, eben in die Waffe stecken, was ja sehr lang gedauert hat. Wirkt sich das denn nur auf LMGs und Schrotflinten aus? So wie ich das verstanden habe, schon, ja. Ich denke, die haben durch das Wächter-Set... Ich habe das so verstanden. Entschuldigung. Ich denke, die haben durch das Wächter-Set dazugelernt und werden das rein auf Schrotflinten und LMGs begrenzen. Denn im Moment war es ja so, dass das Wächter-Set, was ja eigentlich für Sniper gedacht war, ja auch von jedem gespielt wird. Und man hat dadurch einen ungeheuren Vorteil mit einer Maschinenpistole. Und das patchen sie ja auch raus.
Das funktioniert genau. Ich hatte das so verstanden, dass sich der Damage-Buff auf LMGs und Schrotflinten auswirkt und dieses Magazin nachladen beim Holz dann auf alle Waffengattungen. Ja. Also ich glaube, dass ich glaube, dass das nur auf die LMGs und Schrotflinten. Kleinigkeiten waren es dann natürlich auch später interessant. Klar. Wie wirkt sich das Ganze wirklich in den Einzelheiten aus? Genau. Wirkt das auf alle Waffen aus oder nur auf eine? Kann man das damit machen oder alles? Genau. Also ich habe neulich mal die Erfahrung gemacht, da war ich random unterwegs gewesen, den Falcon verloren auf Herausforderungsmodus und da war einer, der hat in der Tat mit Schild gespielt und der konnte sehr oft die Schüsse der Schrotflintentypen abfangen. Und also ich denke jetzt nicht, dass zum Beispiel, wenn es so kommen sollte, dass es künftig Tanks gibt, dass das ein Tanken ist, wie man das beispielsweise aus WoW kennt, um hier mal den Klassenprimus, was es ja immer noch ist, zu nennen. Ich denke nicht, dass es so... Es würde ja auch so nicht funktionieren. Es wird auch keinen Sinn machen, es wäre auch Quatsch. Ja. Na, Division hat halt eine ganz andere Spielmechanik. Genau, also es wird sicherlich nicht so kommen, dass jetzt irgendwie ein Tank hergeht und auf sein Schild schlägt und dann alle Mobs erstmal zu ihm rennen und nur noch Schaden auf ihn machen. Das wird sicherlich so nicht funktionieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Tank mit einem Schild und entsprechend viel Lebenspunkte in vorderster Reihe, dass der erstmal beschossen wird und dadurch seinen Kollegen die Zeit gibt, Schaden zu machen oder zu stunnen, also Crowd Control, also die zu blenden oder irgendwas anderes zu machen. So könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und würde auch Sinn machen, würde auch hier zum Spiel passen. Richtig, das würde Sinn machen und es wird natürlich auch wesentlich mehr Spaß machen, wenn du eine Gruppe hast, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Charme mit seinem Gearset und jeder ist wichtig. Genau, und jeder ist wichtig, ganz genau. Ja, wichtig schon, aber keiner, oder für mich sah es auf jeden Fall beim ersten Durchlesen so aus, dass keins von den Gearsets komplett eigenständig funktioniert. Da sind zwar Stärken bei, die haben aber auch alle ihre Schwächen, so dass du eigentlich... damit nur im Team rumlaufen kannst. Eine gewisse Abhängigkeit finde ich aber auch jetzt nicht mal so schlecht. Ja, natürlich. Also soll ja nicht die eierlegende Wollmilchsau werden, sondern wirklich Teil eines Teams. Genau. Und es soll ja... Vorsicht, Spieler. Es soll ja... Ich habe gerade geguckt. Es soll wohl auch noch ein PvP-Set kommen. Haben wir aufgefangen, ob das jetzt noch so kommt oder ob was damit ist, das weiß ich im Moment nicht genau, aber es war auf jeden Fall, hatte ich da mal was gelesen, dass wohl ein PvP-Set kommen soll und das würde dann auch Sinn machen für die Leute, die eben hier im PvP unterwegs sind, denn da wird sich sowieso immer das stärkste Set durchsetzen. Das, und gedacht war ja eigentlich, das Nomaden-Set war ja dafür jetzt Dark Zone gedacht, aber das ist ja total sinnlos. Ja, das also, ist damit total sinnlos. Ja auch kein Mensch. Nee, weil es auch keinen Sinn macht. Also es ist, ist Quatsch, mit dem Nomaden-Set in der Dark Zone rumzurennen. Da lacht dich jeder Rogue, lacht dich da aus. Das ist Quatsch. Ja. Ich finde das Set vom Tank, der kommen wird, auch ganz interessant, denn das ist ja auch in gewisser Weise nicht nur ein Tank, sondern auch ein Supporter, denn der fängt ja die Granaten von gegnerischen Mobs ab. Das sprich, es wirft ein Mob eine Granate, der Tank steht im Radius, im Explosionsradius dieser Granate und dadurch entschärft er diese Granate. Und wenn man schon mal bei Falcon verloren auf Herausforderung war, dann weiß man, dass die Schrotzentypen solche Blitzgranaten werfen und die können ganz schnell eine komplette Gruppe ausschalten. Und hätte man jetzt so einen Tank dabei, dann wäre man vor dieser Attacke quasi safe. Naja, aber auch nur, wenn du selber vorher Granatenschaden gemacht hast. Also, du musst einen Gegner mit Granaten beschädigen. Du musst ihn treffen, nicht mit Granate. Doch, du musst vorher Schaden mit einer Granate machen. Dann kriegst du, dann kriegst du einmal die Möglichkeit, so eine gegnerische Granate aufzuschalten. Genau, dann kriegst du so einen Buff, genau. Der Buff wird dann aufgebraucht bei der Granate, bei der gegnerischen, die du schluckst. Genau. Macht aber auch Sinn, weil was machen wir, wenn Schrotzentypen kommen? Wir werfen Brandgranaten, Blitzgranaten. Ja, aber du kannst dich halt nicht hinstellen und so einen Granatenhagel einfach wegschlucken. Nee, das kannst du nicht. Du kannst nicht dich hinstellen. Aber es ist ja trotzdem gut, weil du kannst ja dann
wesentlich mehr Granaten werfen als jemand anderes. Und deine Granaten kannst du ja auch nochmal buffen über die Fähigkeit. Genau, also genau. Wenn du zugange bleibst mit Granaten, sollte das eigentlich sehr gut funktionieren. Und der Punkt ist ja, für die, die es nicht wissen, wenn man so eine Granate entschärft hat als Tank oder Support-Tank oder wie auch immer, dann bekommt man diese entschärfte Granate quasi zurück. Das heißt, man hat eine Granate geworfen und entschärft eine und dadurch hat man weiterhin Granaten zur Verfügung. Es können einem also quasi nicht die Granaten ausgehen bei intelligenten Spielen. Was bekomme ich denn dann? Bekomme ich die Granatensorte, die ich entschärft habe oder die, die ich selber gerade ausgerüstet habe? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre interessant. Keine Ahnung. Ich würde. Wobei du bei Falcon Lost wahrscheinlich kaum die Granate aus dem Geschütz kriegen wirst, wenn du die aufstuckst. Das wäre natürlich ein Mods-Ding, wo du kriegst so eine Panzer. Also ich denke mal, wenn du die mit den Zähnen fangen kannst, dann wirst du die auch kriegen. Ja, ich glaube nicht, dass du die kriegst. Ich würde mal davon ausgehen, dass du jeweils die bekommst, die du geworfen hast. Weil das würde auch Sinn machen. Das heißt, du wirfst eine Brandgranate und dann bekommst du eine Brandgranate zurück. Wäre nicht verkehrt, weil Brandgranaten sind ja unglaublich stark. Ja, also gerade gegen Mobs sind die echt, also gegen NPCs sind die unglaublich stark, das ist wahr. Wie würdet ihr es denn finden, wenn hier wirklich vernünftiges Klassenspiel reinkommen wird? Ihr habt zwar schon so ein bisschen anklingen lassen, aber, also ich zum Beispiel wäre absolut dafür. Ich wäre absolut dafür. Da mir ja sowieso der Teamspielcharakter von The Division sehr, sehr gut gefällt und das wieder auf ein gut aufeinander abgestimmtes Team herauszielt am Ende, fände ich super. Dann hast du für jeden Bereich so einen kleinen Spezialisten in deinem Team. Ja. Jeder muss seinen Quatsch gut kennen und muss sich aber gleichzeitig darauf verlassen, dass die anderen ihren Quatsch auch Bescheid machen. Ja. Das ist dann schon wieder. So sehe ich das auch. Also es kann wirklich das Teamplay nochmal fördern und Teamplay finde ich nie verkehrt. Ja. Ja, ich finde zum Beispiel, ich bin ja jemand, der gerne snipert und ich bin ja auch relativ kopfschussstark und deswegen finde ich zum Beispiel dieses neue Set für den Sniper interessant. Hab zwar schon ein bisschen hin und her überlegt, ob der letzte Bonus bei dem Set wirklich so super ist, denn das steigert ja den Rüstungswert abhängig von der Entfernung zum Ziel, das man beschossen hat. Und auch da muss man natürlich abwarten, ob es denn... Oh, ist schon wieder Respawn, sehr schön. Ob es denn wirklich herrlich, genau. Ob es denn wirklich so ist, dass man diesen hohen Rüstungswert braucht. Denn je stärker der Rüstungswert ansteigt, je mehr Zähigkeit oder wie auch immer man den neuen Wert übersetzen will, bekomme ich. Und da ist echt die Frage. Geht aber mit einem Treffer, geht der auch sofort wieder weg. Das heißt, es ist ja gar nicht verkehrt, weil meistens schießt du ja auf gegnerische Sniper aus Entfernung. Genau. Und wenn die dich treffen, machen die ja schon extrem viel Schaden. Und wenn der erste Schuss von diesem Sniper einfach mal keinen Schaden macht, dann kann das unter Umständen, muss man natürlich in der Praxis ausprobieren, aber es kann stark sein. Genau. Ich habe halt überlegt, möglicherweise könnte man dann als Sniper, aber auch das ist jetzt nur Spekulation, ganz klar, wie die ganze gesamte Diskussion jetzt gerade. Eventuell könnte man als Sniper in der Basis ein bisschen auf Rüstung verzichten und darüber dann seinen Rüstungswert erhöhen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ich fände halt, zurück zum Snipern an sich, ich fände an sich die Idee cool, wenn so wäre, dass man in verschiedenen Übergriffen zum Beispiel Wachen ausschalten müsste. Das heißt, man muss eine Wache ausschalten, damit die keinen Alarm schlägt, beispielsweise. Und dafür brauchst du zwingend einen Sniper. Genau, und dafür braucht man zwingend einen Sniper, weil kein anderer macht mit einmal so einen extremen Schaden auf den Kopf vom Gegner. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich meine, mitten in der Explosion habe keinen Schaden bekommen. Coole Sache. Okay, ich werde dann vielleicht doch als Tank spielen. Ja. Nur weil du jetzt keinen Schaden bekommen hast. Ja, klar. Also das finde ich eine coole Sache, wenn da die Existenzberechtigung der Sniper auch wieder ein bisschen stärker wäre. Denn im Grunde ist es so, jetzt bei Falcon verloren, ich nehme immer das als Beispiel, weil das ist ja momentan die schwerste Herausforderung, die es im Spiel gibt. Da snipert dann jeder aus diesem Graben heraus auf die Tussis, die oben auf der Balustrade stehen. Und das ist jetzt nicht gerade irgendwie für jemanden wie mich, der gerne als Sniper spielen würde, die Wahnsinnsbefriedigung als Sniper-Spieler.
Denn irgendwie ist es halt so ein Draufgerotze aus allen Richtungen auf die Mädels, die da oben auf der Balustrade stehen. Und es ist jetzt nicht so... Also das verstehe ich halt nicht in einem coolen Sniper-Spiel, sagen wir es mal so. Nee, das ist ein bisschen langweilig und öde. Ja. Und da wär's mir halt lieber, wenn das... War die Kiste da? Nee, oder? Nein. Da wär's mir halt lieber wirklich, man hätte Situationen da... Da brauchst du halt wirklich einen Sniper. Ne? Richtig, so wie man, und das kannst du ja auch weiterspinnen, zum Beispiel im Sanitäter, dass du irgendwo in eine kleine Zone reinkommst, wo Giftgas ist und du einen Sanitäter brauchst, der unglaublich viel Heilung raushauen kann. Ohne diese Heilung schaffst du das zum Beispiel nicht in der Zone. Dass also da wirklich eine Berechtigung für das Set da ist, dass es auch eine Wertigkeit hat und das sind so die Sachen, die ich mir wünsche. Und dass du halt viele Spezialisierungen hast. Ich meine, gut, dass man als Sniper zum Beispiel auch immer mal mit an der Front ist und dort Schaden machen muss, ist klar. Ich denke, das versteht sich von selbst. Aber wenn es halt gewisse Anforderungen gibt für einen Sniper, dann wäre das schon eine coole Sache. So viele Spezialisierungen halte ich nachher auch ein bisschen für gefährlich, weil du irgendwann dann mal den Überblick verlierst. Ja, es sollen ja diese Achter-Raids kommen. Ne? Diese großen Raids und dann ist die Frage, was man da brauchen wird. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall einen Supporter brauchen, der Schaden pusht. Das macht einfach auch Sinn. Und es wird auf jeden Fall ein Heiler gebraucht werden, denke ich mal. Auch das würde meiner Meinung nach Sinn machen. Und ein DD wirst du sowieso brauchen. Oder halt mehrere DDs in so einem größeren Raid. Und ein Tank. Und ich denke, damit hat sich's dann. Von daher mit den Spezialisierungen, da hat sich's, weil letzten Endes läuft ja immer aufs Gleiche raus. Du brauchst Heilung, du brauchst Schaden. Hier Division Tech. Und du brauchst Heilung, du brauchst Schaden und du brauchst Tech. Nee, Tech. Genau, du brauchst Tech. Heilung, du brauchst Schaden. Ja, guck mal, ja, Spieler. Noch ein Spieler? Keine Ahnung. Ich glaube, die haben gedacht, dass Dingens alleine ist. Gut sein. Vielleicht sind das ja die Rooks von vorhin. Ja, möglicherweise. Naja, also was brauchst du? Du brauchst einen Heiler, du brauchst einen Damage-Pusher und du brauchst einen DD und einen Tank. Und wie sich die jetzt gestalten, ich denke mal, das ist wahrscheinlich so eine kleine Freiheit, die du dann auch noch hast. Genau. Dass du dir das selber so zusammenstellen möchtest, wie du auch gerne spielst. Genau, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du sagst, hey, ich bin lieber ein DD, der mit Schrotze spielt, oder ich bin lieber ein DD, der mit von mir aus mit einem Sturmgewehr spielt oder so. Mhm. Gut, dann lass uns mal hier so eine Räumlichkeit ansteuern, Ralle. Dann ja, ich dachte, wir beenden hier mit einer actionreichen Abholung. Mit einer actionreichen Abholung, ja, können wir machen. Na gut, würde mich interessieren, was ihr denn so von der Diskussion haltet, ob ihr glaubt, dass Klassen in der Division Sinn machen würden, ob es euch gefallen würde, ob ihr glaubt, dass Klassen Einzug halten in der Division. Welche Klasse würdet ihr wählen? Und welche Klasse würdet ihr wählen, genau. Was würde euch denn gefallen? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich natürlich auch wie immer über ein Däumchen freuen und über ein Abo auch. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von The Division. Und dann bis zum nächsten Mal. Das mit sagt eure Truppe. Ciao, ciao. Ciao, ja, ciao. Wieder.